wer ich bin? Willst du das wirklich wissen? Wenn dir jemand erzählen würde, ich wäre ein ganz gewöhnlicher Typ, völlig sorgenfrei, dann würde er lügen. Um ehrlich zu sein, es war nicht immer so. Es gab eine Zeit, da war das Leben sehr viel unkomplizierter. Kann ich von dir ein Foto für die Schulzeitung machen? Na klar. In diesem Labor haben wir 15 genetisch veränderte Superspinnen. Da sind nur 14. Eine fehlt. Peter, ist alles in Ordnung? Ja, ich bin okay. Pete, hör zu, du veränderst dich. Ich kenne das, ich habe in deinem Alter genau das Gleiche durchgemacht. Nein, nicht wirklich. Wow! Peter, darf ich dir meinen Vater vorstellen, Norman Osborn? Es ist mir eine Ehre, Sir. Harry hat mir erzählt, dass Sie ein kleines Wissenschaftsgenie sind. Wissen Sie, ich bin selbst sowas wie ein Wissenschaftler. Was zum Teufel ist das? Was immer es ist, es muss aufgehalten werden. Große Macht bringt große Verantwortung mit sich. Das ist meine Gabe. Wow. Das ist mein Fluch. Wer bist du? Wer ich bin? Ich bin Spider-Man. Darf ich diesmal Danke sagen? Übertreibe es nicht, du bist doch nicht Superman. Egal was ich tue, egal wie sehr ich mich auch bemühe, Spider-Man hat meinen Vater umgebracht, ich will ihn tot sehen. Es trifft immer die, die ich am meisten liebe. Ich kann nicht ständig nur an dich denken, ich werde heiraten. Ich will mein eigenes Leben führen. Mit Spider-Man ist es vorbei. Ladies und Gentlemen, heute erleben Sie die Geburtsstunde einer neuen Energiequelle. Ich wollte dich heute gern sehen, Peter. Sie fotografieren Spider-Man noch immer. Wo ist er? Ich glaube, in jedem von uns steckt ein Held. Auch wenn wir dafür manchmal das aufgeben müssen, was für uns am wichtigsten ist. Sag mir, dass du mich liebst. Ich liebe dich über alles. Ich werde MJ fragen, ob sie mich heiratet. Oh. Gib ihr den hier. Dein Onkel Ben hat ihn mir geschenkt. Zwischen euch. Das ist kompliziert. Ich hasse diese Dinger! Rache ist wie ein Gift. Sie kann Besitz von uns ergreifen und uns in etwas Abscheuliches verwandeln. Dieser Anzug, woher kommt er?
Die Substanz scheint ein Parasit zu sein. Sie verstärkt Aggressionen. Es scheint sie sehr zu mögen. Sieht gut aus, Spidey. Cooles neues Outfit. So viel Kraft. Fühlt sich gut an. Ich mach mir Sorgen um dich. Ich brauch deine Hilfe nicht. Jeder braucht irgendwann mal Hilfe, Peter. Sogar Spider-Man. Was ist mit dir passiert? Ich weiß es nicht, aber ich muss es aufhalten. Parker. Ich habe schreckliche Dinge getan. Ich weiß, dass du das wieder in Ordnung bringen wirst. Pass auf! Hey, Parker! Das könnte das Ende von Spider-Man bedeuten. Ich brauche deine Hilfe. Wir müssen uns verzeihen. Sonst ist alles, was wir je waren, bedeutungslos. Das Leben ist nicht gerade leicht. Ich habe mir Feinde gemacht. Mächtige Feinde. Die ich liebe, habe ich in Gefahr gebracht. Aber was mich antreibt, mein ganzes Leben lang, ist die Suche nach der Wahrheit über meine Eltern. Du bist ein gesuchter Mann, Peter Parker. Du glaubst doch nicht, was die Polizei sagt, oder? Mein Dad lässt 500 Polizisten nach dir suchen. 500? Echt ein bisschen exzessiv. Wenn du schon Autos klaust, zieh dich nicht auch noch wie ein Autodieb an. Oh, meine Schwachstelle. Kleine Messer. Erzählen Sie uns was von sich, Mr. Parker. Was macht Ihr Vater, Peter? Ich kannte meinen Vater kaum. Ich war noch klein, als meine Eltern weggingen. Peter, eines Tages wirst du es verstehen. Haben Sie dem Jungen die Wahrheit über seinen Vater erzählt? Dr. Connors? Ich bin Richard Parkers Sohn. Wenn du die Wahrheit über deine Eltern wissen willst, Peter, komm und hol sie dir. Bereit, Gott zu spielen? Es gab einen Anschlag mit biologischen Waffen auf New York City. Peter, Geheimnisse haben ihren Preis. Ich muss ihn stoppen. Glaubst du, das, was dir passiert ist, Peter, war ein Unfall? Hast du irgendeine Ahnung, was du wirklich bist? Tag wache ich mit dem Wissen auf, dass je mehr Menschen ich zu retten versuche, ich mir umso mehr Feinde mache. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis ich einem begegne, dessen Power ich nicht gewachsen bin. Entschuldige meine Verspätung. Voll krasser Verkehrsstau. Hatte dein Stau irgendwas damit zu tun, dass, keine Ahnung, mit Maschinengewehren auf dich geschossen wurde? Ja, ja, genau das wollte ich damit sagen. Das meinte ich. Peter Parker. Harry Osborn. Das wird dich interessieren. Oscorp hat dich observieren lassen. Wieso? Genau, das ist die Frage des Tages. Du verheimlichst mir was, Tante May. Du weißt doch, Geheimnisse haben ihren Preis. Die Wahrheit aber auch.
Mein Name ist Richard Parker. Ich habe entdeckt, wofür Oscorp meine Forschungen benutzen wollte. Ich trage die Verantwortung, die Welt davor zu beschützen, wozu diese Leute fähig sind. Was ist das alles? Die Zukunft. Wir können die Welt im wahrsten Sinne verändern. Was ist mit Peter? Nicht jeder hat ein Happy End. Das ist mächtiger als du, Peter. Ich habe mich entschieden. Das ist mein Weg. Schon bald weiß jeder in dieser Stadt, wie es ist, in einer Welt zu leben. Ohne Power. Ohne Mitleid. Ohne Spider-Man. Strampelanzug! Hallo zusammen. Ich darf den Anzug behalten? Na klar, mir passt er nicht. Tu einfach nichts, was ich tun würde. Und tu auf keinen Fall, was ich nicht tun würde. Es gibt da so eine kleine Grauzone und genau da bewegst du dich. Was geht, Leute? Wartet mal, ihr seid nicht die echten Avengers. Aber das heißt nicht, dass du ein Avenger bist, falls du dich das gefragt hast. Oh. Ist keine Umarmung. Ich mach dir nur die Tür auf. Oh. Okay, Kleiner. Viel Glück da draußen. Die Welt verändert sich, Jungs. Wird Zeit, dass wir das auch tun. Hör zu, Peter. Vergiss den fliegenden Monsterkerl. Es gibt Leute, die sowas handeln. Es nervt, Stark behandelt mich wie einen kleinen Jungen. Aber das bist du doch. Das ist meine Chance, mich zu beweisen. Leg dich nicht mit mir an. Sonst töte ich dich und alle, die du liebst. Wohin ich auch gehe, sehe ich sein Gesicht. Ich vermisse ihn einfach. Ja, ich vermisse ihn auch. Ich glaube nicht, dass Tony getan hätte, was er getan hat, wenn er nicht gewusst hätte, dass du hier sein wirst, wenn er nicht mehr da ist. Wirst du der neue Iron Man? Oh nein, keine Zeit, bin zu beschäftigt, euren Job zu machen. Oh. Was? War doch nur ein Scherz. Macht weiter so gute Arbeit, denn ich mache jetzt Ferien. Zur Info, Nick Fury ruft dich gleich an. Ich will aber nicht mit Nick Fury sprechen. Handy. Warum? Wenn du nicht mit ihm redest, muss ich mit ihm reden und ich will nicht mit ihm reden. Du hast Nick Fury zur Voicemail geschickt? Ich muss los. Du darfst Nick Fury nicht ignorieren. Na, ihr Pfeifen? Was geht? Wir reden gerade über den Trip. Ich stehe hier auf dem St. Markus-Platz. Oh! Ich glaube, MJ mag mich wirklich. Das erinnert mich an meine erste Liebe. Es ist äußerst schwierig, dich zu kontaktieren, Spider-Man. Das ist Mr. Beck. Wir hätten dich auf meiner Welt gebrauchen können. Ihrer Welt? Beck ist von der Erde, nicht von unserer. Das Fingerschnippen ist ein Loch in unsere Dimension. Wollt ihr damit sagen, es gibt ein Multiversum? Wir haben einen Job zu erledigen und du wirst mit uns kommen. Es muss doch einen anderen geben, den sie nehmen können. Was ist mit Thor? Außerhalb der Welt. Captain Marvel? Nicht verfügbar. Aber ich bin nur ein freundlicher Spider-Man aus der Nachbarschaft. Was soll der Mist? Du warst im Weltraum. Was willst du, Peter? Ich will zurück auf meine Reise mit dem Mädchen, das ich sehr mag, und dir sagen, was ich empfinde. MJ, ich bin Spider-Man. Nein, natürlich nicht. Ich meine, das ist doch offensichtlich. Du hast recht, du magst nicht bereit sein, aber ich trage die Verantwortung. Die Welt zu retten erfordert Opfer. Manchmal sterben Menschen. Oh mein Gott.
Ich habe nur immer das Gefühl, dass ich meine Freunde in Gefahr bringe. Die Welt braucht den nächsten Iron Man. Bist du jetzt bereit oder nicht? Steigt in den Jet! Wer sind Sie? Ich arbeite mit Spider-Man. Sie arbeiten für Spider-Man? Ich arbeite mit Spider-Man, nicht für Spider-Man. Neuer Plan.